Und wir suchen weiterhin geeignete Stellen. Also hier ist schon mal richtig, aber ich habe noch keine weitere Stelle gefunden. Wir haben jetzt eine von sechs, das ist natürlich ein bisschen arg wenig. Da ist eine ideale Stelle. Kriegen wir, kriegen wir. Keine Ahnung, ob die anderen das auch machen. Plopp. Yay. Okay, das war da. Da oben müsste noch mehr sein. Ah, oh, guck mal hier. Haben wir noch eine Quest. Würdet ihr mir bitte eine Minute eurer Zeit schenken? Dingenskette in Schlucht ab. Na super, das ist ja auch am Arsch der Welt. Aber dann wollten wir sowieso mal wieder hin. Und ich sehe schon, die ganzen Breland-Quests sind eh alle nicht an. Die Wächter-Quest lassen wir mal an und die Epos-Quest machen wir mal aus. So. Weil das hier wird vermutlich... Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ah, okay. Ach, guck mal. Umschlag. Scheiße, wie komme ich da hoch? Dass man nicht auf diesen Eimer hüpfen kann, ist natürlich auch irgendwie... Hallo! So. Danke, geht doch. Wir machen einfach mal Jubiläumsquest. Die geben zwar keine XP, aber die geben diese tollen Münzen. Und wenn wir diese, wenn wir 20 von diesen tollen Münzen haben, können wir uns dieses geile Jubiläumsross holen. Das finde ich ja jetzt geil. Ich mache das jetzt so lange, bis ich dieses Ding habe. Weil da bin ich ja jetzt ein bisschen interessiert dran. Komm her, komm her. Unterbrochen. Ja. Hallo. Ha, hat funktioniert. Hat nicht funktioniert. Verlorene Einladung, 0 von 6, was? Habe ich zu oft geklickt? Das ist jetzt kacke. Okay, da muss ich diese Zettel suchen oder... Verstehe ich gerade nicht, die Quest. Okay, da müssen wir nochmal gucken, wie das geht. Da müssen wir nochmal schauen. Das kriegen wir aber schon hin. Und das sind ja alles Quests, die man, glaube ich, mehrfach machen kann. Ah, guck mal hier. Hier ist der Umschlag. Zack. Und dann müssen wir jetzt so eine fliegende Einladung finden und dann die damit benutzen. Und dann können wir die wieder eintüten, richtig? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Aber nur einmal klicken, weil sonst können wir das nämlich wieder vergessen. Da oben ist nochmal so ein Teil. Habe ich die jetzt im Inventar? Ach Gott, ich habe 5 Stück. Umschläge können nur geöffnet werden, solange ihr noch Einladungen benötigt. Was? Fünf Umschläge. Ach, guck mal, ich krieg noch einer. So, jetzt hätte ich 6. Kann aber immer noch nichts damit machen. Hä? Hä, hä, hä? Ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Ah, da ist eine ideale Stelle für etwas Feuerwerk. Das direkt mal machen. Zack. So, hier ist noch was und hier oben ist noch was. Glaube ich jetzt richtig? Ja. Hier oben die Ecke kenne ich aber auch noch nicht. Hier scheint irgendwas kaputt zu sein. Ah, okay. Ich lasse einfach mal hierher. Ich werde schon irgendwo noch eine Stelle für Feuerwerk finden. Hier wird schon noch irgendwo eine sein. Oder auch zwei vielleicht sogar noch. Ah, guck mal, da liegt noch was. Ein Umschlag, ja. Das ist noch ein Umschlag. Ja, Umschläge sind hier genug. Ich weiß noch nicht, was ich damit soll. Ganz ehrlich. Liefert die Armkette in Schlucht. Das können wir auch machen. Da ist noch so ein Umschlag. Und da ist eine ideale Stelle für etwas Feuerwerk. Und da ist so eine Einladung. Komm her. Wo ist sie? Aufgehoben. Was? Zu weit weg. Lass mich verarschen. Wie soll das gehen? Hat das jetzt funktioniert? Hä? Jetzt habe ich 9. Ich blick's nicht. Versteht das jemand? Ich muss gleich mal die Quest-Beschreibung mir angucken. Das ist irgendwie sehr verwirrend. So, erstmal machen wir hier... Yay!
Keine Ahnung, ob der das jetzt auch vorhatte. Es tut mir dann sehr leid. So, gibt's hier noch was? Ja, hier gibt es noch eine Stelle. Die schnappen wir uns auch noch, weil die Quest machen wir jetzt auf alle Fälle mal. Und dann gehen wir mal rüber nach Schlucht, weil da wollten wir eh weitermachen mit den ganzen Quests. Das heißt, da haben wir dann auch kein allzu großes Problem. Weil wir da eh noch ein paar Low-Level-Quests haben, die wir eigentlich auch machen wollten. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Irgendwo hier muss das sein. Die Stelle. Nur wo? Warum stelle ich hier in der Straße noch nie war? Ist die neu? Die kenne ich auch überhaupt nicht. Wo könnte man denn hier... Ja, der ist aber auch schon ein bisschen alt, der Zosse. Schrei doch nicht so. Kann ich noch nicht mal jemanden anklicken. Hier? Nee, auch nicht. Das ist schon irgendwie strange. Theoretisch eigentlich ziemlich genau hier. Wenn man jetzt einfach mal von der Mitte ausgehen würde. Aber ich sehe nichts. Da oben ist noch so eine Magd. Ein junges Mädel, was aus dem Fenster lugt. Okay, das scheint nicht so einfach zu sein, wie ich erwartet hatte. Textnamen sind auf ausgesetzt. Oh. Machen wir es wieder an. Okay, dann reiten wir erstmal nochmal zum Pony. Zum tänzelnden Pony. Guck mal, ich kann sogar schräg reiten. Ich habe mein Pferdchen gut dressiert. Okay, da oben müssen noch zwei Stück sein. Am tänzelnden Pony und auf dem Weg dahin. Oh, da ist ein Jubiläumsross, guck mal. Ist schon ganz geil, ne? Guck mal, also muss man schon sagen, ist schon eigentlich ganz geil. Jetzt gucke ich mal hier. Die Umschläge liegen überall im Bray herum. Hatte ich gebeten, Umschläge zu durchsuchen und ihm alle Einladungen zu bringen, die er dabei findet. Die Einladung verloren, die er verschicken wollte. Öffnet die Umschläge, die er findet, um Einladungen zu sammeln. Umschläge können nur geöffnet werden, solange ihr noch Einladungen benötigt. Aber ich kann die Quest doch nicht... abgeben. Ach, guck mal, hier gibt's Aufträge. Ach, das ist ja geil. Ach, du Scheiße. Ja, ich habe die maximale Anzahl an Aufgaben erreicht. 40 von 40. Crap. Egal, ich kann die ja dann irgendwann mal annehmen. Der Stadtausrufer. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Der Parzival. Ich grüße euch. Ja, aber ich kann doch, hab doch keine hier. Hä? Ich verstehe es nicht. Okay. Bei der Quest, da muss ich nochmal... Ich sammle jetzt erstmal die ganzen anderen Dinger. Immer noch null. Ist hier irgendwo ein guter Platz für Feuerwerk? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier hinten macht ja keinen Sinn. Das ist natürlich, denke ich mal, eher was, was so richtig mitten auf der Straße... Ach, guck mal hier zum Beispiel. Das war nur gerade weg. Zack, wahrscheinlich war das andere auch nur weg. Und yay! So, da ist noch eine Stelle, die müssen wir auch nochmal entdecken. Wahrscheinlich ist die einfach nur benutzt worden schon. Das wird wahrscheinlich hier das ziemlich genau hier sein. Okay, das wird hier sein. Diese Pfütze, die kann ich nur dummerweise noch nicht benutzen. Denn irgendjemand war schon hier und hat es schon getan. Ist natürlich jetzt doof. Aber da das so eine Jubiläumsquest ist, aktualisiert sich sowieso immer recht schnell.
Hoffe ich. Auch wie dieser Glitch im in dieser diesem Ding da unten nervt. Es wird doch hier sein, oder? Musste doch eigentlich. Wie darf ich euch helfen? Was gibt's hier so? Oh. Krasse Dolche. Und Waffen. Also überhaupt krasse Waffen. Not bad, not bad. Level 40. Güter. Das ist alles schön. Aber wo ist diese verdammte... Ach komm, wo ist dieser Platz für... Feuerwerk. Komm schon. Kann nicht sein. Ich will jetzt nicht hier groß rum warten. Was soll denn der Schkack? Ach komm. Respawn, respawn, respawn. Mach die mal schön davon hier, Mädchen. Das ist mein Gebiet. Komm, 5 von 6. Ach, ich muss nur 5. Von 6. Ich muss nur 6. Ich muss nicht alle 7. Das ist natürlich sehr gut. Liefert die Armkette ab. Das machen wir gleich danach. Sobald wir diese eine Stelle hier aufgedeckt haben. Wenn die dann mal kommen würde. Vielleicht sollten wir lieber an der anderen Stelle warten. Weil hier kommen natürlich viel mehr Leute vorbei. Als an der anderen. Ich mach mal so. Aber auch nix. Mann, ist das doof. Okay, wir nehmen die andere Stelle. Ich tue jetzt einfach so, als würde ich wegreiten und dann erscheint's. Ja, nee, nicht wirklich. Aber jetzt. Mann, immer noch nicht. Geht da nicht. Kann nicht sein. Na gut. Scheint wohl kein Glück zu haben an dieser Stelle. Deswegen gehen wir mal an die andere. Mal gucken, ob da jetzt wieder ja, nicht gerespawnt, hätte ich fast gesagt, ist. Wir sollten aber auf jeden Fall mal zu diesem Händler gehen. Das mache ich jetzt mal. Was kann ich für euch tun? Und alle unsere Sachen reparieren. Und ordentlich verticken. Goldschmiedekunst. Und die ganzen Klamotten können wir nämlich alle verticken. Ui, die haben wir ganz schön. Boah, die geben mir ganz schön viel Kohle. Ich verkaufe die jetzt einfach mal. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich verkaufe die jetzt einfach mal. Graue Farbe. Bräunig. Bräunig. Die behalte ich. Weg. 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 Postsack. Ein bronzener Helm. Eine bronzene Überhose. Schmuckstücke. Blutsteine. Diese ganzen Tierhäute und so, die behalten wir auch mal. Bis wir genug Platz haben, um diese ganzen Aufgaben zu erledigen. Nämlich da. Diese ganzen Aufgaben. Die wir aktuell noch nicht verwenden können. Leider. Hier sind überall diese Umschläge. Ja, ja. Komm. Kommt man denn dahin? Geil. Da kommt man gar nicht hin. Ist natürlich auch sehr nett programmiert. Einfach mal die Dinge an eine Stelle zu legen, an die man gar nicht erreichen kann. Aber na gut. Machen wir mal. Okay, den nehme ich. Den hole ich mir. Komm her. Verdammter Umschlag. Dich krieg ich, dich krieg ich, dich krieg ich, dich krieg ich. In welche Richtung? Ist. Geht in die. So. Zack. Okay, man kann die trotzdem immer noch öffnen. Warum habe ich die dann gerade verkauft? Ich horst. Das war natürlich wieder selten dämlich. Warum mache ich sowas? Oh, hier ist sogar ein Spiegel, das ist ja cool. Na komm, da oben müsste jetzt noch so eine Stelle sein, an der man wunderbar diese Teile verdicken kann. Komm, du hast das komische Ross schon. Also nerv nicht. Geh mal weg da. Scheiße. Hier ist nichts glitzert. Hier muss irgendwo was sein, was glitzert. Glitzer.
Blitzer? Penner? Nein, sorry, tut mir leid. Hier war gerade ein Feuerwerk. Von wo kam das, bitte? Hat jemand gesehen, von wo das kam? Wahrscheinlich nicht, ne? Das muss doch von irgendwo da gekommen sein. Bin ich jetzt doof? Bin ich jetzt ganz blöd? Wahrscheinlich bei dem. Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Okay. Der scheint das Ding zu farmen oder so. Dann reiten wir mal zurück. Ich weiß, es nervt, aber wir tun es trotzdem. Und diesmal bleiben wir beim Händler stehen und kaufen unsere Umschläge zurück und machen die andere Quest mal eben fertig.